10.000 Stimmen gegen das Design-Outlet in Duisburg. Die Gegner des geplanten Design-Outlet-Center, das auf dem alten Güterbahnhofsgelände entstehen soll, haben inzwischen 10.000 Unterschriften gesammelt. Damit fehlen nur noch 2.000 Stimmen, um ein Bürgerbegehren realisieren zu können. Mit der Initiative Ja zu Duisburg versuchen die Gegner, den Bau des DOC noch abzuwenden. Wir haben das Problem, dass Menschen, die dieses DOC wirklich ansteuern zum Einkaufen, nicht die Innenstadt befruchten werden. Die werden dort bleiben, werden wieder nach Hause fahren und die Innenstadt wird davon nicht profitieren. Und das Zweite, es ist in so einer Lage, einfach, dass auch die Innenstadt mit Abflüssen zu rechnen hat, dass, wie gesagt, Kunden und Besucher, die jetzt in die Innenstadt gehen, sich einfach verlagern und in das DOC gehen und damit der Innenstadt verloren gehen und damit die Innenstadt sehr stark schwächen. Bis zum 24. Mai haben die Beteiligten Zeit, die fehlenden Unterschriften zu sammeln.